Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ihr wollt es, ihr kriegt es. Hier haben wir nochmal die ganzen Anbaugeräte aus dem letzten Video versammelt, die der Siggi gemacht hat. Und die sind nicht gekauft, sind alles Eigenbauten? Nicht ganz, der rote ist nicht gekauft. Der ist nicht gekauft? Ah, Entschuldigung, der ist gekauft, die anderen sind nicht gekauft. Okay, der hier ist nicht direkt selber gebaut, alle anderen sind. Die hast du selber komplett aus Metall ausgeschnitten. Ja. Selber komplett angefertigt, geschweißt, gelötet, gedreht, geschweißt, genau. Okay, also eine eckige Schaufel gedreht und so? Genau, richtig. Okay. Aus dem eckigen Rund gemacht, ganz einfach. Es, du weißt, du es ist das Einfachste. Eben. Es ist das Einfachste. Also, ich fange mal einfach an. Das ist Grabenräumlöffel, das kenne ich noch. Sehr gut. Ich bin stolz auf unseren Sohn. Fachwissen glänzen. Ein hydraulischer Grabenräumlöffel. Ich sage euch mal ganz grob ein bisschen Maß hier, oder, damit ihr wisst, was ihr hier habt. 14,5 cm. Das hat der Füllvolumen 500? Nein, oder nicht. Nicht? Der wird vielleicht 400 haben, sowas. Aber man muss dazu sagen, das ist jetzt der kleine, das ist der kleinste Grabenräumlöffel, was ich habe. Okay. Der größte, der 225, der passt mit Stichkante. Mit 479er. Und der hat auch Zylinder dann auch länger drin, aber den hast du jetzt anders machen müssen, weil der immer eben von Platz her hast du nicht die Möglichkeit, einen langen Zylinder reinzubauen. Ne? Wunderbar. Perfekt für Böschungen. Ja, passt eigentlich perfekt. Ja. Der ist klein, handlich, der ist schön. Allrounder. Ja, genau. Perfekt. So, dann haben wir hier eine Zange. Ein Sortiergreifer nennt man das, also bloß zur Information, das nennt man Sortiergreifer. Zange. Ja. Oder Zange beim Herrn Florian. Ne? Das ist so. Ist drehbar, 270 Grad, dann hat der Anschlag, dreht in die andere Seite 270 Grad. Dreht auch hydraulisch? Hydraulisch, genau. Okay. Richtig. Ja, genau. Das finde ich faszinierend. So, der hat auch, das kannst du mal zeigen, Florian, der hat da oben, also, bei großen Baggerherstellern gibt es einen gewissen Ausdruck dafür. Wir nennen das jetzt Räder, weil wir wissen ja, wie sie da empfindlich sind. Aber ich denke, jeder weiß, das ist ein Trauer-Schnellkuppler. Das heißt, wenn ich das angebaut habe, das Teil, dann kupple ich den an, ohne dass ich Schläuche montieren muss. Ja, bei, zum Beispiel bei uns im letzten Bagger mit dem 350er Carbonlite, da ist es so, da habe ich eine Schnellkupplung dort, dann muss ich den Schlauch einstecken. Bei dem ist so, ich klemme den an und in dem Moment, wo der praktisch verriegeln wird, schließt er die Hydraulikschleuse automatisch an. Ist tolle Sache, weil dann brauche ich wirklich nicht mehr hingehen und die Schläuche umklemmen, sondern dann ist sofort die Hydraulik verbunden. Ist natürlich auch, ja, ich sage mal, es ist sehr empfindlich, das System. Ich bin ja aus dieser Branche, aus der Baumaschinenbranche, das ist auch im echten Leben sehr empfindlich. Ja? Einmal nicht sauber gemacht, hast du sofort Undichtigkeit. Es kannst sofort, drin, oder? Ja, kannst du sofort sauber machen. Das ist das gleiche System, nur viel feiner. Und das ist das, was viele vergessen. Es ist ein Modell und kein echter Bagger. Ja. Ja, man unterschätzt es immer, die meinen, die müssen auf dem Naturboden Zeug rausreißen, da war ein Minibagger schon zum Kämpfen. Ja, klar. Du bist selber Minibagger gefahren. Ja, da gar nicht. Da hast du einen 2-Tonnen-Bagger, da kriegt er das Kotzen. Ja, ja. Und das war ein kleines Modell, egal ob man jetzt den kleinen mit 17 Kilo nehmen oder den anderen mit 30 Kilo, selbst die tun sich schwer. Und auf die Dauer hin tut es keine Modell. Ja, ganz einfach. Jetzt hast du ja gerade erwähnt, den K350, jawohl. Das ist der hier hinten. Genau. Video, ich verlinke es euch hier einmal über dem Siggi. Das Video für alle, die es noch nicht gesehen haben. Vom Öldruck und der Ölmenge her, hat der irgendwelche Voraussetzungen, wenn ich sowas anbauen möchte? Oder ist das jetzt abgesehen von der Aufnahme her relativ... Relativ wurscht. Also, relativ wurscht. Also auch die anderen Sachen. Ja, genau, es geht eng mit jedem. Das heißt, die brauchen jetzt nicht so Unmengen extra Öl, dass ich sage, da brauche ich einen bestimmten... Ganz normal im Prinzip, Sie sehen, was Sie haben. Das heißt, bei dem 350er könnt ihr jetzt auch zum Beispiel den Greifer mit anbauen. Alles, geht alles an. Von der Power her, von der Ölmenge her. Greifer kommt es aus, ja. Genau. Super. Okay, den Greifer, den finde ich ja der Hammer. Ich habe es in dem letzten Video schon gesagt, also das ist natürlich hier. Ja, gut, das frage ich nicht, das ist. Das ist nicht mehr Gesellenstück, das ist dann schon die Meisterprüfung. Das ist die Meisterprüfung, ja, genau. Ja, kurz, das hat ja auch sehr viel Nerven gekostet, aber muss sagen, funktioniert sehr gut. Ist eigentlich für meinen Mobilbagger gedacht und muss sagen, ich habe es zweimal eingesetzt. Also, top. Ist aber nicht so. Klar, es kommt immer darauf an, was ich machen will, aber jetzt sagen wir mal so, mal Steine setzen und so, macht schon richtig Laune mit dem Ding. Das ist schon nicht ganz schlecht. Ne? Ja, aber da hat halt die Hydraulik den Vorteil, weil wir keine Endanschläge gehabt. Das ist ja, einfach, wenn ja, ihr den Stein genau. habt, oder du redest von diesen Gabionen, da, oder ja, die Betonsteine. Ja, zum Beispiel, genau, richtig. Bei den Betonsteinen, die wir auch haben. Perfekt. Richtig. So. Ja, und dann muss natürlich einmal, falls es so Baggerfahrer gibt, die wollen keinen Graben nicht machen können, weil man sagt ja, man muss ja schön anböschen mit 30 Grad oder 45 Grad. Ja, ich habe mal einen V-Löffel gebaut. Nur so zum Spaß.
Leute, wir haben das getestet, der macht richtig Laune. Das ist ein Löffel raus und dann habe ich sofort die Form vorgegeben, wie dieser Kanal graben sein muss. Also absoluter Hammer. Ist ein Muss für jede, ja, ist ein Gimmick eigentlich, muss ich sagen, aber es macht richtig Laune, mit dem Ding zu laden. Und er funktioniert, du kannst perfekt LKW laden, wir haben alles getestet. Top, absolut klasse. Das ist echt super, ja. Vor allem, er fällt halt auf. Ja, also ihr seht, wir gehen ja mit den Wiener und Carbolite Modellen wahnsinnig in, ich sage jetzt mal, in den Mainstream über, weg von den einzelnen individuellen Baggern und Fahrzeugen. Da ist natürlich dann so ein Anbaugerät eher so ein Hingucker, weil den Bagger haben vielleicht 2, 3 auf dem Parcours, die Anbaugeräte und wie man sie bedient und nutzen kann, das ist natürlich nochmal eine Ausnahme. Und da kannst du glänzen, gell? Weil den Bagger, den haben halt alle, wie auf der Rennstrecke. Gell? So. 3 Leute haben das gleiche Auto, so am Schluss entscheidet der Fahrer. So sieht es aus. Wichtig, unabdingbar, eine Anbau-Rüttelplatte für den Bagger. So, okay. Das ist jetzt einmal die einfache Variante. Läuft elektrisch, kann man vorlegen, das ist eigentlich kein Hexenwerk mehr da. Kann man jeden Bagger anbauen. Ja. Schnellwechselsystem muss man dementsprechend auch einen Bagger machen. Und ich habe die gleiche Nummer, immer noch mal größer, die ist dann sogar drehbar. Endlos drehbar und rüttelt. Also, okay. Und ja, notfalls, falls die Frau mal unzufrieden ist, kann man die auch für andere Sachen hernehmen. Ne? Nur, dass Rückenmassieren. Rückenmassieren zum Beispiel. Rückenmassieren. Ne? Ja, wie sie es halt. Ja, ne? Gut. Meine Kunden haben alle den Betonrüttler daheim. Ach so, ja, okay. So, seit neuestem, weil wir machen Kanalbau. Kanalbau muss natürlich verdichtet werden. Falls ihr mal hier was sehen wollt, vom Parcours, von der Baustelle, unten in die Kommentare. Dann können wir vielleicht den Sigi überreden, dass wir da auch mal ein bisschen was zeigen. Ja, können wir mal machen. Verdichterwalze für Graben. Absolut genial. Der ist jetzt zum Beispiel, bloß dass man das mal sieht, der große untere ist mein Schnellwechsler für meine Bagger. Und das habe ich für einen guten Freund gemacht. Der hat diesen kleinen Volvo-Bagger. Und es kann der praktisch den auch benutzen, weil der ist eigentlich unser Kanalbaumeister, weil der einen schönen kleinen Löffel hat, der macht das auch wunderbar gern. Es kann der praktisch entweder er anbauen oder ich kann ihn anbauen. Top-Gerät, muss ich sagen, macht richtig Laune, vor allem das Ding funktioniert hammermäßig, ich fahre da durch. Ist 4-fach kugelgelagert, ja, das ist wirklich, das läuft wie, da kann man probieren, das ist gar nichts, das ist absolut top. Damit man auch ja nicht von nur alles hin und her schiebt, oder? So richtig, genau um das geht's. Ne? Super. Und ein Adapter für den Adapter. Also ihr seht, das ist alles möglich. Richtig, man muss nur, ja, man muss sagen, was man will. Es kostet halt auch Geld. Es ist alles handgefertigt, es ist nicht in der Massenfertigung. Und es ist alles aus Metall. Ich möchte das nochmal sagen, das Ding hat keinen 3D-Drucker oder sowas. Ja. Auch keine CNC-Fräse. Das ist also nicht so, wie ich zeichne was und ich schmeiße das in den Drucker oder ich hau das in die CNC-Fräse und am Ende fällt so ein Teil raus. Das Richtig. Ist wirklich Handarbeit aus dem vollen Material im Endeffekt gearbeitet und also, das ist der Hammer. Das kriegen andere nicht gezeichnet. Jetzt natürlich auch, wenn man wir haben Beispiel, wir haben letztes Woche den Kreisverkehr gemacht. Okay. Ja, da kannst du nicht mehr hinfahren, da kannst du über die Böschung raufrollen. Absolut Hammer, hätte ich nicht geglaubt. Das war also, ja, eigentlich so eine dumme Idee. Also, das versuche ich aber schnell, habe das schon gemacht. Ist zweifach Kugellager, natürlich auch mit staubdichten Kugellager, mit Abstreifer. Weil Sehr du gut. kennst es, Florian, wir haben nasses Material, es klebt sich hin und dann hast du irgendwann mal lauter Klumpen drauf. Und durch diesen Abstreifer, deswegen dieses Geräusch, hört man bestimmt, es ist nur dieser Abstreifer, mehr ist es nicht. Also, auch klasse Ding. So, jetzt kommt was Spezielles. Jetzt kommt was Spezielles. Abbruchhammer. Viele sagen Abbruchhammer. Ja, tolle Sache. Ist wie im echten Leben. Abbruchhammer schädigt jeden Bagger. So, es gibt Hersteller, die machen hydraulisch. Musst du die ganze Hydraulikanlage umbauen. Da gibt es eine Beschreibung dafür, das will ich nicht näher eingehen, weil mir das eigentlich nie interessiert hat. Ich habe den ersten, glaube ich, baut, wie lange ist das her? 6 Jahre, 7 Jahre? Ich habe den ersten Schon baut. Eine Weile, ja. Ja, den habe ich dann, der ist dann zu einem guten Bekannten gegangen von mir. War gut und habe dann einen zweiten gebaut. War eigentlich nur so, dass ich wieder einen Abbruchhammer habe. Dann kommt ein Bekannter von mir und sagt, du, ich habe was gekauft. Möchte ich euch zeigen. Also nicht, dass ihr euch wundert, gell? Das ist jetzt hier nicht der Hammer. Also ja, das erklären wir gleich. Und zwar, der hat mir diese Spundwände besorgt. So, diese Spundwände sind auch die einzigen, die muss ich wie im echten Leben miteinander verriegeln lassen. So, Moment. Halt. So, das heißt, ich gehe da runter und dann sind die miteinander fest verbunden. So,
So, wie im echten Leben werden die hier runtergeschlagen oder runterfibriert. Wir haben das versucht mit der Hand reinzudrücken. Geht nicht. Dann habe ich meinen Abbruchhammer umfunktioniert. Also, Abbruchhammer, da ist der Meißel dazu. Richtig spitz. Ich habe den umfunktioniert. Und zwar habe ich einen Aufsatz gemacht. Das heißt, ich setze den da an und dann schlage ich mit dem Hammer dieses Teil runter. Funktioniert 100%. Das ist sogar so extrem. Ich muss mal schauen, ich erinnere mich früher, dann zeige ich dir, dann kannst du mal ein Foto reinstellen. Ja. Da verschlage ich das Ding oben, das ist oben hat einen richtigen Bart. Okay. So ein Kraft hat dieser Abbruch. Wir gucken mal, ob wir Videos finden. Einmal vom Meisel. Ich glaube, du hast mir mal eins geschickt. Ich glaube, so eine Steinplatte zum Tacken. Es ist abnormal. Ja, also wir gucken mal, irgendwo gibt es mit Sicherheit auch ein Video live. Da gibt's ich blende es euch mal ein. Ja, genau, das kannst du haben, das habe ich noch. Ja. Das ist richtig klasse. Also, so, jetzt sind wir genau an dem Punkt, was der Flori sagt, es ist eigentlich nichts unmöglich. Ja. Klar, ihr dürft das niemals sagen, es ist nicht, wo wir uns eigentlich immer beide aufregen werden, aber jetzt immer sagen, ja, ich will das Sesel das bezahlen. Leute, geht einmal heute in ein Autowerkstatt, da kostet die Stunde 100 Euro, da hat er noch immer was dran gearbeitet. Und dann sollst du 4 Stunden oder 5 Stunden nur mal für die Zeichnung machen, wobei ja ich viel eigentlich aus dem Kopf machen nur. Und dann sollst du nichts verlangen, das geht einfach nicht. Leute, dann müsst ihr das irgendwo in China kaufen oder sonst was, und wenn ihr halt ein Problem habt, wo geht's denn dann hin? Ja? Genau. Und das ist eben das, wo mir zwei eigentlich schon ein bisschen, also ich habe mich, ich muss sagen, der Flori weiß das, ich baue schon sehr lange meine ganzen Modelle selber. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, also der Chinese ist gut geworden mittlerweile. Der baut, man sieht es hinten mit dem 350er oder mit dem 370er. Absoluter Hammer. Und dann sage ich, da noch ein bisschen Feinheiten machen und da mit dem richtigen Serviceman dazu, habe ich ein Topmodell, wo ich eigentlich so niemals selber bauen kann. Flori, du weißt, meine Bagger waren zwischen 7.000 und 7.500 Euro gegeben. Ja, sind Einzelstücke gewesen, die gibt es wirklich normal, jeden Bagger nur einmal. Hat top, waren auch wirklich toll, die laufen heute noch teilweise mit über 1000 Stunden, weil, was ich dazu sagen möchte, meine Bagger, was ich verkauft habe, die haben alle Stundenzähler drin und deswegen sind die alle nachweisbar, was die wirklich laufen haben. Und das ist denen, muss ich sagen, schon mal eine Ansage, wo ich sagen kann, weil sie viele irgendwo behaupten können, die Bagger laufen über 1000 Stunden. Das ist der Hammer, ja. Ja. Nee. Also beim Siggi seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ich verlinke euch das nochmal unten. Ihr findet in meinem Shop gleich auf der ersten Seite den Hydraulik-Service. Ich sag's nochmal, rein in den Warenkorb. Der Euro fällt nicht an, ihr braucht ihn nicht bezahlen. Das ist nur, damit das Shop-System das nimmt. Und dann darf ich die Daten an den Siggi weitergeben. Und wenn ihr hier Hilfe braucht beim Hydraulik, bei den Baggern, Fragen zu den Anbaugeräten habt, selber irgendwelche Ideen und Fragen dann natürlich, einfach immer her. Nichts ist unmöglich und wir schauen natürlich immer, dass man irgendwo eine Lösung auch dafür findet, was man so haben möchte. Ja? Und ja, jetzt sind wir eigentlich durch mit den Anbaugeräten. Es gibt noch ein paar mehr. Wir haben jetzt nicht alle mitgebracht. Der Siggi baut unentwegt irgendwelche Sachen für Bagger. Deswegen, und er lebt es halt auch. Deswegen, ja. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wollt, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn das nächste Video online geht. Das wird wahrscheinlich dieser Kamerad hier sein. Also nicht verpassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und ciao.